1, 2 und 3 Shiny Paradox Pokémon in weniger als 30 Minuten. Wie ihr das schafft, das zeige ich euch in diesem Video. Übrigens, zwei davon brauche ich nicht, deswegen, wenn ihr eins haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Was sind diese Paradox-Formen? Sind einfach Formen von Pokémon, hier die Vergangenheitsformen von bekannten Pokémon, die einfach in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Das sind die Zukunftsformen, sehen ziemlich cool aus und das Coole ist auch, die sind sehr stark und die könnt ihr auch in Shiny fangen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einfach ein paar Zutaten. Ich gehe hier zum Konservenkönig. Für meinen Pokémon brauche ich Gewürzgurken, die ich mir hier kaufe. Das ist von je nach Pokémon-Typ unterschiedlich, zeige ich euch natürlich auch noch. Was ihr aber auf jeden Fall für alle Pokémon braucht, sind die Geheimgewürze. Und die sind ein bisschen tricky, das ist eigentlich das Schwerste am Ganzen. Denn ihr müsst die in Raids finden. Ich habe hier in 5-Sterne-Raids gemacht, ihr könnt die nur in 5-Sterne- oder 6-Sterne-Raids finden. Hier bei Monte Carlo habe ich zweimal das salzige Geheimgewürz. Wenn ihr ein bisschen was davon gefarmt habt, mehr als zwei braucht ihr nicht, dann könnt ihr in die Picknick-Funktion gehen und dort in die Sandwich-Funktion gehen und euch ein Sandwich zubereiten. Ich nehme dafür meine Gewürzgurken, die ich gerade gekauft habe, drücke auf Weiter, nehme zweimal salziges Geheimgewürz, wieder auf Weiter und bereite mir dann das Sandwich in Ruhe zu. Wenn ihr das fertig gemacht habt, dann bekommt ihr hier rechts oben so eine Anzeige und da seht ihr schon, Schillerkraft, also Shiny-Faktor ist erhöht und Begegnungskraft, beides für Kampf, ist erhöht. Das heißt, wir bekommen mehr Kampf-Pokémon, die spawnen und die sind häufiger Shiny. Welches Pokémon ihr mit welcher Zutat bekommt, könnt ihr hier sehen. Schnell zum Screenshot nochmal das Querformat und genau, damit könnt ihr dann auf jeden Fall auch loslegen. Ich reise jetzt an den Ort, wo sich mein Pokémon befindet, das ich handeln will. Das ist in dem Fall Tor 0 bzw. Zone 0 und ihr seht schon, hier unten gibt es jetzt nur noch Kampf-Pokémon. Riesenzahn ist das einzige Kampf-Pokémon, das es hier gibt und ihr seht auch direkt, es gibt einfach unglaublich viele Spawns. Also man kann hier richtig fett Encounter farmen. Die Encounter sind auch, wie ihr jetzt seht, in der Overworld Shiny hier. Nach 2 Minuten, glaube ich, kam schon das erste Shiny. Easy peasy, also wirklich extrem einfach. Hier direkt auch mit einem Quickball einfach im ersten Versuch gefangen. Wenn ihr das haben wollt, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Und das zweite Mon lässt nicht so lange auf sich warten. Ich glaube, nach 7 Minuten oder so hatte ich dann schon das zweite Shiny. Das dritte hat ein bisschen länger gedauert, dann nach 25 Minuten. Aber da habe ich auch nicht mehr so extrem gesucht, weil ich hatte dann schon 2 und dachte mir, mehr brauche ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich coole Variante, Shinies zu farmen und auch ziemlich broken, in weniger als 10 Minuten sein Wunsch-Shiny zu bekommen. Trotzdem hat es Bock gemacht und genau, wenn es bei euch geklappt hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, wenn ihr eins von den Paradox-Formen in Shiny haben wollt. Bis dann!